Niklas Geißer, 3:1 gewonnen gegen Chemnitzer FC. Was war für Sie heute der Schlüssel zum Erfolg? Auf jeden Fall die sehr, sehr gute Anfangsphase. Die ersten 20, 30 Minuten sehr gut gespielt, finde ich. Verdient 2:0 in Führung gegangen. Und auch danach, wo Chemnitz einige Aktionen hatte, aber das ist ja kein Problem, standen wir hinten die meiste Zeit sicher, fand ich. Und selbst wo wir das 2:1 bekommen haben, haben wir eine Chance noch zugelassen, aber dafür haben wir einen Top-Keeper hinten drin. Und die intensive und gute Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich. Ja, Sie haben schon die Schlussphase angesprochen, war ein kleines bisschen noch zum Zittern da, dann haben Sie das 3:1 gemacht. Wie hat es sich angefühlt, der Ball ging durch die Beine des Torhüters? Ja, ich habe einfach, ehrlich gesagt, blind draufgehauen und dann ist schön, dass er auch mal durch die Beine geht mit ein bisschen Glück halt. War natürlich befreiend für mich, für die Mannschaft und wichtiger Sieg, ja. Wir waren von der ersten Sekunde an Feuer und Flamme, gehen dann durch einen Superspielzug direkt 1:0 in Führung. Das Stadion bebt und was diesmal auch super war, dass wir direkt das 2:0 nachgelegt haben. Und ich glaube, man hat heute ganz, ganz klaren Plan gesehen, wie wir Fußball spielen wollen, was wir heute vorhaben. Und das war klar, dass die 3 Punkte heute hier bleiben. Ja. Über diesen Plan wurde ja zuletzt ein bisschen diskutiert. Der Trainer hat gesagt, unser Fußball wird sich am Ende durchsetzen. War das heute auch so ein Zeichen dafür? Ja, absolut. Es war ja nach dem BHK-Spiel auch nicht alles schlecht und das finde ich halt immer manchmal schade, weil dann direkt schwarz gemalt wird und alles ist schlecht, aber ja, wir sind die Woche ruhig geblieben, sind beharrlich geblieben, sind bei uns geblieben und haben einfach unseren Plan durchgezogen und dann sieht man, wenn man mit so einer Intensität spielt, dass man dann mit 3 Punkten belohnt wird und ich sage, das wird die nächsten Wochen der Schlüssel, weil ich glaube, wenn wir über die Intensität kommen, schlagen wir jede Mannschaft in dieser Liga. Jonas Hofmann, 3:1 gegen Chemnitz gewonnen. Was war in Ihren Augen heute der Schlüssel zum Erfolg? Ich denke, mehrere Disziplinen, gute Ordnung gehabt, waren sehr effizient, was wir letzte Woche beispielsweise nicht waren. Ansonsten, ja, ich glaube, Effizienz vorne ist, glaube ich, der große Unterschied. Sonst war das Spiel zu letzter Woche relativ ähnlich, wo wir auch deutlich überlegen waren, vielleicht sogar mehr Überlegenheit hatten als heute. Nur waren wir letzte Woche nicht effizient, diese Woche schon, gleich von Anfang an. Und dann tragen dich die Fans auch 90 Minuten zum Sieg. Ist das vielleicht auch noch der Unterschied für die Auswärtsspiele, dass da eben die Fans vielleicht nicht ganz so laut sind und die Effizienz da eben auch nicht so gegeben ist? Ich glaube, das lag jetzt letzte Woche nicht an den Fans unbedingt. Also, klar haben die uns heute in einer schwierigen Phase, wir hatten auch einige Sachen zu überstehen, wo wir dann defensiv gute Intensität hatten und das gut gemacht haben. Da ist es natürlich leichter, wenn du solche Fans im Rücken hast. Aber ja, letzte Woche waren viele Teile des Spiels, glaube ich, sogar besser als diese Woche. Am Ende verlierst du da und heute gewinnst du halt 3:1, weil du ein bisschen abgezockt da vorne bist, das Ganze in den entscheidenden Szenen besser verteidigst, gewinnst du 3:1, aber wie gesagt, dann ist jetzt wieder alles toll. Ich meine, es war auch sehr gut, ein sehr, sehr gutes Spiel, aber letzte Woche war es, nach außen hin denkst du dann, ist sehr schlecht gewesen, aber da war auch nicht alles schlecht, also war letzte Woche auch ein gutes Spiel. Ich glaube, wir hatten eine sehr intensive Partie gezeigt, mit sehr guten Laufwegen, mit sehr vielen Laufwegen und am Ende haben wir halt uns dann nebenbei reingehauen, haben wie gesagt intensiv gespielt und uns dann für die 3 Tore auch dann wirklich belohnt gehabt. 2:0 ist halt generell mal tückisch, weil der Gegner dann nochmal alles rein, wie wir letzte Woche gegen BHK. Natürlich hat es uns ein Stück Sicherheit gegeben, aber trotzdem müssen wir nach der Pause dann wieder von neu beginnen, die neue Spannung aufbauen und das haben wir dann auch gemacht und dann ja mit diesem 2-Tore-Vorsprung wurde es dann auch einfach ein Stück einfacher dann noch für uns. Ich glaube, wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Wir haben sowohl mit dem Ball heute mal ein gutes Spiel gemacht, gegen den Ball haben wir alles investiert und deswegen steht am Ende das Ergebnis auch da. Es gab diese beiden frühen Tore gleich in der 2. Minute, der erste Treffer. War das so ein bisschen richtungsweisend? Ja, definitiv. So ein frühes Tor tut immer gut. Manchmal ist das ein Vorteil, manchmal ein Nachteil. Wir haben das zum Vorteil genutzt und haben dann ein gutes Spiel aufgezogen. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und in der ersten Halbzeit gleich die erste Mal eine Chance genutzt. Da stand es dann 2:0. Und dann haben wir es zum Schluss haben vielleicht ein bisschen gewackelt, standen aber hinten dann trotzdem sicher und haben das Ding über die Zeit gebracht. Ihr Kollege Niklas Geißer hat schon angesprochen, es gab eine Szene dann kurz vor Schluss, wo Sie dann retten müssen. Das war die Parade, die dann zum Sieg geholfen hat. Ja, schon. Also war ein cooles Gefühl dann. Aber am Ende war es wichtig, dass wir gewonnen haben und da ist natürlich jeder wichtig. Ich glaube, dass wir als Mannschaft kompakt gestanden haben, dass wir gekämpft haben, dass wir den Zweikampf gewinnen wollten. Und dass wir uns heute endlich mal belohnt haben für unsere ganzen Torchancen, die wir uns rausgespielt haben. Gegen BHK hat es leider ein bisschen gescheitert an den Toren, aber heute haben wir es zum Glück gemacht. Sie haben das früher 1:0 gemacht, war ein bisschen der Dosenöffner und das sah aus wie so ein abgestimmter Spielzug. War das geplant? Ob es geplant war oder nicht, ist jetzt die eine Sache, aber war natürlich ein geiler Spielzug. Und mein Bruder Nikolas Wehling macht den schön rein für mich und dann mache ich ihn rein. Ne? War super Gefühl und dann noch vor den Fans, war super.
3-1 in so einem Topspiel gewonnen gegen Chemnitz, auch ein Meisterschaftsanwärter. Was sagt denn das jetzt über Energie Cottbus aus? Nix, egal ob wir jetzt gegen Chemnitz spielen oder BHK oder Altklinik oder egal wen, jeder Gegner ist gut. Wir müssen jeden Gegner schlagen, um an unsere Ziele zu kommen. Und ja, deswegen ist es egal, ob wir jetzt gegen Chemnitz gewinnen oder gegen eine andere Mannschaft. Robert Zickert, 1-3 Niederlage in Cottbus. Was hat denn heute für Chemnitz gefehlt, um hier einen Punkt zu holen? Mehr Tore als der Gegner. Die beiden frühen Tore von Energie Cottbus, war das so ein bisschen ja, der Zahnzieher für Chemnitz? Ja, also wenn du gleich gefühlt im ersten Gegenzug das 1-0 kriegst und dann relativ zeitig das 2-0, dann ist es schon sehr schwierig, dann hier noch was mitzunehmen. Obwohl ich glaube, wir machen das 2-1, dann haben wir sogar die Möglichkeit zum 2-2. Ja, machen es nicht und Cottbus macht es 3-1. Das ist die Niederlage im Topspiel in der Regionalliga. Was sagt das über Chemnitz aus, aber auch über die Regionalliga? Ja, dass alle Teams oben, was heißt oben? Es ist der 6. Spieltag, also es ist immer noch zeitig in der Saison. Aber natürlich war das jetzt, glaube ich, so ein kleines richtungsweisendes Spiel, dass wir erstmal ja, wieder uns auf uns konzentrieren müssen, auf die Basics und Punkte einfahren müssen. So, und Cottbus hat sich jetzt da oben dran gehalten und wir haben erstmal andere Aufgaben zu erledigen. Chris Löwe, 1-3 Niederlage in Cottbus. Was hat denn heute gefehlt für Chemnitz, um hier einen Punkt zu holen? Effektivität vom Tor, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Cottbus viel mehr Chancen hat als wir, aber die haben sie effizient genutzt, wir heute nicht. Und machen dann hinten den einen oder anderen Fehler zu viel und dann kannst du den Spiel nicht gewinnen. Es gab die beiden frühen Tore von Energie. War das so ein bisschen der Zahnzieher? Ja, vor allem das erste ist natürlich bitter, nach 2 Minuten so ein Schweineding da. Aber das ist so ist Fußball. Wir müssen jetzt die Köpfe hochnehmen, müssen es nächste Woche dann besser machen und müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich zurück in die Spur kommen. War jetzt eine Niederlage in so einem Topspiel, 2 Meisterschaftsanwärter. Ja, was sagt das über den Chemnitzer FC und auch über die Regionalliga aus? Tja, dass die Liga richtig eklig ist und schwer zu gewinnen am Ende des Tages, das ist ganz klar. Und das haben wir heute gesehen, 2 gute Mannschaften gegeneinander, haben sich nichts geschenkt am Ende. Ja, nehmen wir nichts mit und das ist natürlich bitter. Ich denke mal zuallererst das frühe Gegentor, nicht unbedingt in die Karten gespielt, dann kriegen wir das zweite direkt hinterher in der ersten Halbzeit. Ja, und dann läufst du erstmal 2 Tore hinterher. An sich fand ich unseren Auftritt trotzdem engagiert, couragiert. Es fehlt uns in letzter Zeit einfach die Durchschlagskraft vorne. Das ist uns in den letzten Wochen irgendwie ein bisschen abgekommen. Aber daran gilt es zu arbeiten. Ich denke auch, wenn wir das 2-2 am Ende machen, wäre es allein von den Chancen, rein von den Chancen nicht verdient gewesen. Aber es hätte uns natürlich gut getan, wenn wir das dann machen und dann irgendwie zurückkommen. Aber ja, alles in allem, denke ich, haben wir es heute wieder nicht verdient, das Spiel zu gewinnen. So als Niederlage in so einem Topspiel, beides Meisterschaftsanwärter. Was sagt das aus über die aktuelle Situation? Ja, ist natürlich nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Wir sind relativ gut gestartet. Haben lange auch nicht verloren. Letztes Mal gegen Erfurt zu Hause, das erste Mal seit April wieder verloren. Jetzt direkt wieder eine Niederlage. Ist natürlich bitter und ein Dämpfer auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Basics machen und dann von Spiel zu Spiel schauen. Anders geht's nicht. Sie haben vor dem Spiel gesagt, dass Sie sich darauf freuen, hier zurückzukehren, scheinen in der Freundschaft. Wie war es heute für Sie? Ja, es ist immer ein besonderes Spiel, gerade auch, weil ich hier gespielt habe, 2 Jahre. Natürlich auch viele Freunde noch hier habe. Auf dem Platz ist immer was Besonderes, wenn man dann gegen seine alten Weggefährten spielt. Letztes Mal haben wir hier gewonnen, heute haben wir nicht gewonnen. Deswegen war es heute nicht so glücklich für mich.